danke fürs Hinaufsteigen auf den zweiten Stock. Es kommt ein Lift, wie wir schon gehört haben, aber vor allem, wenn wir so viel zum Schleppen, ist das wahrscheinlich nicht so lustig. Ja, warum sind wir heute hier? Wir sind heute hier, weil es einen Wechsel gibt im Gemeinderat, und zwar einen Wechsel. Ich werde den Gemeinderat für ein halbes Jahr verlassen. Ich muss dazu sagen, ich bin seit 2002 jetzt schon im Gemeinderat. Das heißt, es ist jetzt mittlerweile meine dritte Amtszeit oder Amtsperiode. Und ich hatte schon einmal eine Auszeit und ich habe das eigentlich als sehr angenehm empfunden und habe wirklich gemerkt, dass man das sehr gut auf den Kopf freikriegt und mit neuer Energie sich wieder in die Gemeinderattätigkeit, in die Gemeinderatsarbeit stürzt. Der Grund, warum man sich so eine Auszeit nimmt, ist natürlich immer der, dass man ja neben seiner Gemeinderatstätigkeit auch andere Dinge noch zu erfüllen hat. Also mein Hauptberuf ist AHS-Lehrerin. Da gibt es immer wieder was zu tun und es kommen jetzt auch neue Herausforderungen auf mich zu. Und ich möchte mir da wirklich die Zeit nehmen und die Energie, dass ich da. Das ist spannend. Ich möchte mir die Zeit und die Energie nehmen, dass ich das wirklich beim Gescheit auch mache. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich die Tätigkeit in der Gemeinde gerne ausübe und der weiß auch, dass ich mir sehr viel Zeit und Energie investiere, um diese Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen zu machen. Und ich denke mir gerade jetzt, Ende des Jahres, wo die Budgetgespräche auf uns zukommen, also wir haben jetzt entweder Budgetgespräche, das werden wir jetzt einmal sehen, ob es da noch welche gibt heuer, beziehungsweise es steht auch der Budgetvoranschlag für 2015 am Programm und da haben wir uns immer vorher schon zusammengesetzt und sehr viel Zeit investiert, um uns den genau durchzuschauen und dann eine fundierte Entscheidung zu treffen. Ja, meine Karenzierung betrifft jetzt nicht nur meine Tätigkeit im Gemeinderat, sondern auch bei den Grünen Eisenstadt. Da werde ich mich auch ein halbes Jahr lang karenzieren lassen, damit man den Kopf dann wirklich frei bekommt. Und ich habe einige Aufgaben im Gemeinderat zu erfüllen und die werde ich jetzt an zwei Personen übergeben, die das wirklich sehr gut machen werden. Da bin ich überzeugt davon. Also wir haben eine geordnete Übergabe und es wird ein reibungsloser Ablauf sein, der da auf die anderen Parteien auch zukommt. Ja, ich bin Flugobfrau seit dieser Periode, das wird die Regina Bettrick übernehmen. Außerdem stellvertretende Obfrau im Bauausschuss, auch das wird die Regina Bettrick übernehmen. Und Mitglied im KG-Beirat, das wird dann die Anja Heider-Wallner für mich übernehmen. Ja, und da möchte ich gleich weiterleiten zur kommenden Flugobfrau. Ja, am 1. Oktober. Ja, ich. Dankeschön, mal Jasmin, zum einen für dein unermüdliches Engagement. Also es ist ja wirklich nicht so, dass die Jasmin Drakschitz Ermüdungserscheinungen gezeigt hat, aber ich kann auch noch aus meiner jetzigen Erfahrung mit meiner Jobtour sagen, es ist immer wieder gut, ein bisschen Abstand zu gewinnen und ich finde das auch sehr gut, auch aus dem Leben heraus sozusagen sich da ein bisschen zurückzunehmen. Und ich freue mich auch sehr, dass du mir das zutraust, weil ich bin ja doch erst seit 2 Jahren im Gemeinderat. Da hat mich die Jasmin sehr behutsam und mit viel Vertrauen auch angelernt, sozusagen. Finde ich aber sehr spannend, diese Arbeit, und sehe das durchaus als neue Herausforderung an. Ich habe auch deswegen mich jetzt entschlossen, Oktober, November und Dezember nur Halbtagsjobs anzunehmen, damit sich die politische Arbeit in Eisenstadt auch wirklich gut ausgeht. Ja, und was mich wirklich sehr freut, dass es gelungen ist, dass die Anja Heider-Wallner sich bereit erklärt, für dieses halbe Jahr in den Gemeinderat zu kommen. Ich denke mir, das ist ja auch nicht so eine einfache Sache, weil man muss sich bereit erklären, sich für ein halbes Jahr ganz auf eine Aufgabe einzulassen und man weiß, in einem halben Jahr zieht man sich wieder zurück. Dass dafür deine Bereitschaft da ist, meine Hochachtung und herzlichen Dank. Außerdem freue ich mich sehr, weil die Anja wieder sozusagen neue Aspekte und Fähigkeiten einbringt. Das wird eine sehr, sehr spannende Erfahrung. Ja, ich denke mir, besser ist noch, du stellst dich selber vor. Bitte sehr. Ja, danke für die Vorschusslorbeeren. Ich gehe mit sehr viel positiver Energie in dieses halbe Jahr. Ich weiß, ich werde hier jetzt nicht großartig Häuser einreißen, aber ich möchte einfach Impulse setzen, Impulse, die aus meiner Tätigkeit kommen. Ich bin Unternehmensberaterin, Unternehmerin seit über 10 Jahren und bin sehr intensiv in der Gemeinwohlökonomiebewegung unterwegs und mit alternativen Wirtschaftsmodellen befasst.
Und ich glaube, dass das ganz gut ist, in Eisenstadt hier auch was zu bewegen, gerade angesichts dessen, dass wir jetzt vor einer neuen Wiederförderperiode stehen, wo Regionalförderungen, Gelder aus der EU frei werden und wo es darum geht, in den Regionen Initiativen zu unterstützen, die innovative Ideen bringen, die versuchen, hier das Gemeindeleben auch zu verbessern. Es gibt Schwerpunkte in Richtung Innenstadtbelebung zum Beispiel. Und gerade da ist in Eisenstadt sicher einiges noch möglich, wenn man auf den Oberberg schaut. Und wir haben einfach wunderbar einen historischen Stadtkern, der sich anbietet für diverse Initiativen. Da möchte ich einfach Best-Practice-Beispiele einbringen aus der ganzen Welt und schauen, was man hier in einem halben Jahr bewegen kann. Ja. Bevor es zu Fragen kommt, wolltest du noch was sagen? Nein, ich bin schon da. Also man sieht, es kommt sozusagen der Akzent, der jetzt zusätzlich dazu kommt, ist, dass mit der Anja Heider-Wallner sozusagen auch eine Wirtschaftsexpertin dann in den Gemeinderat nachrückt. Das schadet unserem Gemeinderat in Eisenstadt gar nicht. Anja Heider-Wallner ist jetzt auch ganz frisch gebackene Landessprecherin der grünen Wirtschaft im Burgenland. Und ich denke mir, das ist für uns auch in Eisenstadt ein guter Anschub und ein guter Energieschub und Ideenschub, die sie jetzt schon sozusagen nur in ein paar Sätzen mal angedeutet hat. Also da kommt schon ein ganzes Energiebündel an Ideen auch in den Gemeinderat. Aber das eine ist sozusagen, was heißt das jetzt fürs nächste halbe Jahr? Eine andere Perspektive, die wollen wir heute nicht ganz ausklammern, nämlich die Jasmin Dragschitz hat schon gesagt, sie war 12 Jahre im Gemeinderat und wenn man so eine Pause einlegt, ist es auch ganz gut, einmal Bilanz zu ziehen und zu schauen, was hat sich eigentlich so entwickelt und verändert und darüber kann sie jetzt auch etwas berichten. Ja, wie gesagt, ich bin ja jetzt schon die 3. Periode im Gemeinderat und es ist schon sehr interessant, den Unterschied zur vorhergehenden Periode zu sehen. Da war ja noch die Andrea Frauenschild Bürgermeisterin und wir haben ja gerade in der letzten Gemeinderatsperiode gemeinsam, also mit der ÖVP, auch sehr viele Projekte durchgezogen. Ich möchte mal Ihnen an die Jugendkulturtage oder auch an die Förderung von Solar- und Photovoltaikanlagen. Und da muss man schon sagen, da hat die ÖVP ja schon auch immer Handschlagqualität bewiesen. Und man konnte sich darauf verlassen, wenn man gemeinsam ein Projekt erarbeitet, dass es auch gemeinsam beworben wird und auch auf faire Art und Weise dann so vermittelt wird. Jetzt muss ich sagen, hat sich die Situation schon sehr geändert. Es ist seit 2 Jahren, ist jetzt der neue Gemeinderat aktiv. Es gibt einen neuen Bürgermeister und ich muss sagen, die Handschlagqualität ist jetzt mittlerweile sehr, sehr schlecht bestellt. Und ich möchte auch ein Beispiel nennen, das mir eigentlich schon ein bisschen auf dem Magen liegt. Und zwar, wir haben ja den letzten Budgetvorschlag 2014 zugestimmt, obwohl es da einige Punkte gegeben hat, wo wir sehr skeptisch waren. Und wir haben unter 3 Bedingungen zugestimmt und das wurde uns auch zugesichert. Ich möchte es nur kurz aufzählen. Wir haben gesagt, wir wollen einen Einblick in einen Investitionsplan. Wir wollen, dass nach dem Rechnungsabschluss 2013, dass wir dazu Gesprächen eingeladen werden, damit wir sehen, okay, welche budgetrelevanten Ausgaben wurden da jetzt getätigt, was kommt im Jahr 2014 tatsächlich auf uns zu. Wir wollten auch, dass rechtzeitig der Nachtragsvorschlag erstellt wird. Also kurz und bündig, wir wollten wieder, dass es transparent wird, was in der Budgetpolitik der Gemeinde läuft. Leider, also uns wurde das zugesagt, ich habe hier auch ein Mail von Stadtrat Michael Freismuth, der sagt, ja, das ist für uns okay, habe ich auch mit Thomas abgesprochen, das Mail ist vom 20.12.2013. Das heißt, wir haben gesagt, ja, wir stimmen zu, aber nur, wenn wir dann auch mitarbeiten können. Tatsache ist, keine einzige dieser Vereinbarungen wurde von der ÖVP eingehalten. Wir haben zwar auch nachgefragt, aber auch da kam keinerlei Reaktion, keinerlei Einladung zu Gesprächen. Das heißt, sie haben diese Vereinbarungen eigentlich gebrochen. Und das kenne ich so nicht. Das ist mir neu. Das ist etwas, wo man wirklich sagen muss, hat die ÖVP einfach den Weg des parteilichen Konsens komplett verlassen. Und das müssten wir einfach so zur Kenntnis nehmen. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich gewohnt gewesen, dass man auf Handschlagsqualität Basis auch arbeiten kann und da wurde ich persönlich schon sehr enttäuscht. Ich glaube auch, dass diese Vorgangsweise ganz ersichtlich wurde bei dieser Sache mit dem Bad Kissingenplatz beim Verkauf, wo es um diesen Burger King geht, bei Schulen, da hat ja auch die ÖVP einfach einen Alleingang gesetzt, beziehungsweise niemanden davor informiert.
weder den Stadt, also weder die anderen Parteien im Gemeinderat noch den Fachbeirat zum Beispiel, und es lässt einfach nichts Gutes ahnen. Aber ich möchte jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, weil neue Gesichter, neuer Schwung und hoffentlich auch eine positive Wendung jetzt im Verhalten zur ÖVP, oder sagen wir mal so, unser Verhalten war bis jetzt immer korrekt und ich denke, wir haben bewiesen, dass wir gut mit ihnen arbeiten können. Was bei der ÖVP passiert ist, ist eine andere Geschichte und lässt, wie gesagt, in Zukunft nichts Gutes erahnen. Und wie gesagt, ich wünsche euch viel Spaß und Freude bei den Budgetgesprächen und ich nehme an, wie wir alle wissen, die Situation in Eisenstadt wird ja nicht einfacher vom Budget her. Es wird immer, steht immer weniger Geld zur Verfügung, die Ausgaben werden auch nicht weniger. Also es wird sicher eine spannende Entscheidung, die wir wieder treffen müssen, Jahr für Jahr, immer wieder neu und aufgrund der vorliegenden Fakten, wie wir uns entscheiden. Also ich würde niemandem raten, sich auf irgendwelche Vereinbarungen mit der ÖVP einzulassen, nach dem, was uns heuer passiert ist. Aber natürlich ist es ganz in eurer Hand, ich werde mich da sicher nicht einmischen. Dankeschön. Wir dürfen dich dann schon auch immer wieder um Rat fragen, dass wir nicht ganz im Büro lassen. Das, was die Jasmin Dagstedt schon angesprochen hat, ist, wir sind natürlich auch mitten in den, im Prozess des Stadtentwicklungsplans, wo es gerade seitens der Jasmin ein sehr starkes Engagement gegeben hat. Und auch da stellen wir fest, dass immer wieder dieser Weg des Gemeinsamen verlassen wird und Entscheidungen getroffen werden oder etwas auch hinausgezögert wird. Und das weist uns schon darauf hin, dass wir unsere Aufgabe als Kontrollpartei in Eisenstadt sehr ernst nehmen, weiterhin sehr ernst nehmen werden und noch genauer hinschauen. Ich weiß schon, die ÖVP mag das gar nicht, wenn wir dann kritische Rückfragen stellen, aber die werden sie sich auch in den nächsten halben Jahren und auch, ich denke, noch in den weiteren Jahren schon gefallen lassen müssen.